Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das aufgebrachte Video im Bereich Pflege für den Monat Mai. Das ist der zweite Teil und falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, verlinke ich euch den gerade einmal oben in der Ecke. Dann könnt ihr da reinklicken und euch da schon mal anschauen, was ich aufgebraucht habe. Das sind unter anderem Haarpflegeprodukte, Gesichtspflegeprodukte und auch so, ja, unspektakuläre Sachen dabei. Und jetzt geht es um die restlichen Produkte. Ich würde einfach sagen, starte direkt. Es geht auch um das Projekt 365 Tage. Falls ihr da mehr drüber wissen wollt, schaut auf jeden Fall unten. Ich kann nur sagen, ich will die dreifache Zahl davon aufbrauchen. Also 1095 Produkte dieses Jahr. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich bin ganz gut dabei, aber diesen Monat ist es sehr, sehr wenig geworden. Und ja, ich würde einfach sagen, ich starte jetzt direkt. Und ich starte mit den Duschprodukten. Da habe ich zu einem aufgebraucht von Lavera das exotische Duschgel mit Bio-Kokos und Bio-Vanille. Das habe ich mir mal im Metro gekauft, da gab es 50 ml gratis dabei. Ja, ist eben vegan und eben Naturkosmetik. Ich mochte das eigentlich so aus der Tube vom Duft her ganz gerne. Aber unter der Dusche, auf dem Körper in Verbindung mit Wasser, roch es eigentlich nach gar nichts mehr. Also einfach nur noch cremig, weder nach Kokos noch nach Vanille. Und deswegen, ja, ich fand es gut. Ich würde es mir vielleicht auch nochmal irgendwann nachkaufen, weil es einfach von der Wirkung her, von der Pflegewirkung her ganz gut war. Aber es hat auch relativ wenig geschäumt und war eben vom Duft her nicht so intensiv. Vielleicht kaufe ich mir da mal eine andere Variante, aber die würde ich mir jetzt direkt nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier von Original Source dieses Mango Duschgel. Da ist jetzt noch ein bisschen was drin, das werde ich jetzt die Tage noch verwenden, um meine Hände zu waschen. Das ist das Mango Duschgel und das ist eben vegan und ist eben Duschgel, also keine Duschcreme, sondern ein Gel mit 250 ml ist das. Und ich mochte das ganz, ganz gern. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt und auch schon mal in klein. Und ich glaube, ich hatte das jetzt insgesamt dreimal und halt eben einmal in klein. Es riecht super angenehm nach Mango. Also sehr natürlich, aber sehr süß und sehr, sehr stark. Mochte ich super gern. Ja, wie gesagt, würde ich mir auch vielleicht nochmal nachkaufen. Und ja, aber jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pause, weil es schon sehr süß ist. Ich habe noch mehr von Original Source da. Vor allem diese neuen Shower Mix mit diesem weißen Deckel habe ich jetzt wieder gekauft. Und ja, aber das fand ich auch super und gegebenenfalls irgendwann kaufe ich es mir bestimmt nochmal nach. Dann habe ich hier von Duschdas eine Cremedusche aufgebraucht und zwar ist das diese hier. Das ist die mit Feigen- und Rosenblütenöl. Da ist jetzt auch noch ein bisschen was drin, aber ja, das werde ich jetzt nicht noch verwenden. Das ist die, die ich auf der Seite Specials Unlimited online bestellt habe. Da gibt es halt Produkte, die es so in der Drogerie nicht mehr zu kaufen gibt. Und da habe ich halt damals das mir auch ausgesucht. Das habe ich ja mir was aussuchen dürfen, 6 Produkte. Kann ich euch auch unten mal den Online-Shop verlinken und das Video dazu. Und es riecht super. Es riecht halt so leicht süßlich, cremig, aber halt auch so ein bisschen blumig. Und das mag ich super gern. Gibt es jetzt mittlerweile tatsächlich auch wieder ja, im Standardsortiment bei Duschdas. Das ist jetzt in so einer weißen Verpackung mit, ich glaube, einem bunten Deckel, wenn ich mich nicht irre. Und eben auch so Blumen drauf. Das heißt jetzt, ich fühle mich sinnlich, falls ihr das sucht. Und ich mag das super gern. Wie gesagt, minimal ist jetzt noch was drin. Und ja, finde ich klasse. Würde ich mir, wie gesagt, auch nachkaufen. Habe ich aber tatsächlich schon getan. Dann habe ich hier auch noch 3 teurere Duschprodukte aufgebraucht. Und zwar zu einem von Yves Rocher, das Bonbon Vanille Duschgel. Fand ich nicht so gut. Also ich fand es vom Duft her am Anfang ganz, ganz klasse und fand es super, einfach mit so starker Vanille zu duschen. Aber nach 3-4 Mal ging es mir einfach schon auf die Nerven. Es riecht einfach super, super intensiv nach Vanille. Es ist schon sehr stark. Also es ist halt nicht dieser typische Vanilleduft, sondern wirklich Bourbon-Vanille. Das mochte ich einfach nicht so gern. Ich würde es mir eher weniger nachkaufen. Ja, da finde ich andere von Yves Rocher einfach besser. Wie zum Beispiel dieses hier, das ist das Mandelduschgel, da ist jetzt hier unten noch minimal was drin. Und das hier ist halt eben vom Liegen so in der Tasche. Das ist jetzt hier das Mandelduschgel, finde ich super, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich mag das. Es riecht nicht süß nach Mandel, sondern so ein bisschen nach Bittermandel, finde ich super, super gut. Riecht toll, hält relativ lang für so ein 200 ml Duschgel oder Duschcreme. Ja, ich mag den Duft und würde es mir auch immer wieder nachkaufen. Ich habe aber noch genug Yves Rocher Duschen da, die ich jetzt erstmal aufbrauchen möchte. Und vielleicht auf den Herbst, Winter kaufe ich mir das wieder. Muss ich mal schauen. Dann habe ich hier eins von The Body Shop. Das hatte ich jetzt auch eine ganze Weile. Ich glaube jetzt seit gut einem Jahr. Und zwar ist das die Coconut Shower Cream, eben von The Body Shop. Noch in der alten Verpackung, wie ihr sehen könnt.
Hier sind drin 250 ml, da ist auch noch was drin, aber das bekommt man einfach so schlecht raus, weil die Duschcremes von The Body Shop sind wirklich super fest von der Konsistenz her. Und es ist wirklich super schwierig, da alles rauszubekommen. Und auf Auswaschen habe ich ehrlich gesagt nie Lust, weil da habe ich da so ein Seifenwasser und das läuft mir sofort wieder vom Körper runter. Deswegen wasche ich eigentlich so Produkte nie aus. Das ist halt ein super natürlicher, angenehmer Kokosduft. Nicht übertrieben süß, einfach angenehm und schön und cremig und ja, kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Würde ich mir vielleicht auch wieder nachkaufen, aber da muss ich erstmal andere Produkte noch aufbrauchen und ich habe auch im Moment noch genug mit Kokosduft da. Dann mache ich mal mit einem Discounter-Produkt weiter und zwar habe ich von Today die Cremedusche Mangarin Splash aufgebraucht mit Mango, Traube und Mandarine. Hatte ich jetzt auch schon knapp ein Jahr, meine ich, da und ja, fand ich sehr, sehr angenehm, hat super gut gerochen, war von der Konsistenz sehr toll, habe ich auch gut vertragen. Da muss ich ja bei Today immer so ein bisschen aufpassen, da hatte ich auch schon mal eins, da hat dann total die Haut gejuckt. Dann habe ich hier von Balea noch einen Winterduft aufgebraucht und zwar von Balea Dusche und Creme, Macadamia und Honig. Fand ich auch klasse, hat auch super schön gerochen. Süßlich, aber dennoch so warm nach Macadamia, fand ich echt, echt klasse. Habe ich auch schon zum zweiten Mal jetzt gehabt, fand ich super. Minimal ist da noch was drin, das finde ich immer so schade, dass man das hier nicht rausbekommt richtig. Ja, aber fand ich echt klasse. Oh ja, auch richtig toll. Hat mir echt, echt gut gefallen. Würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen, wenn es nochmal rauskommen sollte. Haben ja sehr, sehr viele gemocht, diesen Duft, so viel ich mitbekommen habe. Und ja, finde ich klasse, würde ich mir wie gesagt nachkaufen. Gibt jetzt ja aber ein neues mit diesem Pfirsichduft, das finde ich auch nicht schlecht, aber das fand ich irgendwie doch besser. Dann habe ich hier von Isana noch eine Cremedusche aufgebraucht und zwar die Cremedusche Aloe Vera mit Joghurt für trockene Haut. Ich meine, die habe ich euch in meinem allerersten Aufgebrauch-Video gezeigt. Das kann ich euch auch mal verlinken, falls ihr sehen wollt, wie ich mich da so angestellt habe. Und ja, dieses hier finde ich super, kaufe ich eigentlich auch immer wieder nach. Gibt es jetzt leider so nicht mehr. Es gibt jetzt Neues mit Gurke und Aloe Vera. Mal schauen, wie das so ist. Habe ich mir auch schon vor einer Weile gekauft. Dann habe ich hier einmal noch ein kleines Duschgel aufgebraucht. Und zwar von Jacquemoon, das Marshmallow Heaven. Da ist auch noch was drin. Ich hatte das auf dem Kopf stehen unter der Dusche. Es kam nichts mehr raus und jetzt ist hier doch noch einiges drin. Das ist hier die 60 ml Variante von dem Marshmallow Heaven Duschgel oder Duschcreme. Mochte ich ganz gern, habe ich auch noch einmal in Project MT, die habe ich dann hintereinander eben gleich benutzt. Ja, am Anfang hat es mir nicht so gut gefallen, ich habe es erstmal verwendet und dachte, das riecht sehr nach Putzmittel, sehr seifig, aber beim zweiten Mal hat es mir dann schon viel, viel besser gefallen. Und nach diesen zwei Pullen muss ich sagen, es gefällt mir echt gut, aber es ist jetzt kein Tracomoon Produkt, was ich mir in groß kaufen würde. Ich habe mir jetzt das Dose Lemonade Days in groß gekauft, seht ihr auch im nächsten Haul-Video. Finde ich wirklich klasse. Ich mag das Dose Lemonade Days einfach sehr, sehr zitrisch und frisch für den Sommer. Aber dieses Marshmallow Heaven in groß wäre es nichts für mich, aber vielleicht irgendwann nochmal in klein. Dann habe ich auch Peelings aufgebraucht und zwar zu einem von Kneipp dieses hautzarte Cremeöl-Peeling mit Mandelmilch und Mandelöl. Saftes Zuckerpeeling und nährende Ölcreme. Finde ich wirklich klasse. Ich mag den Duft und ich habe euch ja auch schon öfters das andere gezeigt, dieses verwöhnende Cremeöl-Peeling, was ja nach Kamille und Argan riecht. Und das hier riecht halt so typisch nach dieser hautzarten Verwöhnung, Mandelblüten-Hautzart-Serie von Kneipp, was ich ja total liebe. Und das hat mir echt gut gefallen. Natürlich sind diese Päckchen hier nicht günstig mit 1,45 pro Packung. Und wenn ich das halt für den ganzen Körper verwende, also Beine, Bauch, Arme, ist das halt unter einmal leer. Und das finde ich halt schon relativ teuer dann. Aber ich fand es echt gut und vielleicht, wenn es im Angebot ist, kaufe ich mir das noch öfters mal nach. Und dann habe ich hier noch zwei große Peelings aufgebraucht. Die hatte ich jetzt auch immer wieder im Wechsel im Angebrauch. Und zwar zu einem von Isana, Duschpeeling, Creme und Öl mit Mandelöl und Massageperlen für ein zartes Hautgefühl. Limited Edition, das roch ja auch nach dieser Kneipp Mandelblüten Hautzart-Serie. Also so ein bisschen mandelig, frisch, so ein bisschen auch zitrisch. Ich fand es super, super gut. Hatte ich ja jetzt auch schon zum zweiten Mal hier. Ging ja aus dem Sortiment vor einer ganzen Weile. Habe ich mir dann nochmal nachgekauft. Ich finde es wirklich klasse und würde es mir auch immer wieder nachkaufen, wenn es geben wird. Leider gibt es so nicht mehr, aber fand ich echt gut. Und dann habe ich hier von Tracomoon noch ein Peeling und zwar das Dead Vanilla Moment Körper Peeling. Mit 225 ml kommt das. Fand ich wirklich gut. Das peelt halt mit Jojoba-Wachs. Also es sind die Peeling-Körnchen direkt, sind nicht aus Plastik, sondern halt aus Jojoba-Wachs. Ich finde das super. Das riecht einfach total nach Plätzchenteig. Also so nach Vanillegipfel, so ein bisschen auch nach Buttergebäck. Total lecker.
Mag ich echt gern. Hatte ich jetzt auch schon zum zweiten Mal. Hatte ich auch letztes Jahr schon. Und ja, würde es mir auch immer wieder nachkaufen. Finde ich klasse. Ich habe jetzt aber da Soft Water Mint Rain von Dragonmoon. Dann habe ich hier noch eine Intima Lotion aufgebraucht. Die ging jetzt auch sehr, sehr schnell leer. Und zwar von Facel Intim, die Aloe Vera Waschlotion. Ja, fand ich gut. Also es hat gut gerochen. Auf jeden Fall besser wie die Sensitive-Variante. Aber ich finde es halt einfach umständlich. Also hier ist halt ein relativ großes Loch, ne? Und es ist halt einfach wie so eine Duschgelflasche. Und für diesen kleinen Bereich braucht man halt einfach nicht viel. Und es kam bei mir immer grundsätzlich viel zu viel Produkt raus. Jetzt habe ich mir eine gekauft von Nivea. Diese Intimo, die hat einen Pumpspender. Und vielleicht werde ich da dann einfach den Pumpspender aufbewahren und immer wieder andere Dann habe nachfüllen. ich hier vier Bodylotions aufgebraucht und zwei so kleine Pflegecreme-Tiegelchens. Die zeige ich euch jetzt erstmal am Anfang. Die habe ich auch so ein bisschen, also nicht nur zum Eincremen benutzt, sondern auch für andere Sachen. Und zwar zu einem von Balea die Pflegecreme für dich mit Pfirsich- und Papaya-Duft. War ein sehr süßer Duft. Ich kann das euch auch einmal zeigen. Ist natürlich jetzt nicht komplett leer, sondern also die Seiten hängt noch ein bisschen. Aber ich fand den Duft sehr gut, sehr süß. Habe ich sowohl verwendet, um manchmal meine Füße einzucremen, als auch für die Beine, als auch manchmal als Handcreme. Also immer so, wie ich es gerade gebraucht habe. Und einmal diese Pflegecreme mit Liebe, Frangipani und Kokosduft. Die roch relativ sanft und leicht. Die sieht so aus, fand ich auch super. Ist halt auch leer und finde ich klasse. War halt so ein leichter, sanfter Duft. Würde ich mir vielleicht auch wieder nachkaufen. Gibt aber mittlerweile zwei neue, ja, die ich auch ganz gut finde. Dann habe ich einmal von Garnier Body das Body Tonic aufgebraucht. Sofort straffende, reichhaltige Milch für trockene, erschlaffte Haut. Ja, also fand ich gut. Hatte ich mir mal, ich glaube, im Netto oder so irgendwann gekauft, als ich für 2 Euro, 2,50 aus dem Sortiment gegangen ist. Roch ganz angenehm. Ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil ich jetzt hier von diesem straffenden Effekt nichts gemerkt habe. Ich habe sie aber auch nicht regelmäßig verwendet. Duft, wie gesagt, war angenehm. Gefühl auf der Haut war auch schön, aber ich finde andere Duftrichtungen und Sorten von Garnier Body definitiv besser, wie zum Beispiel diese 7-Tage-Milch, die halt dann auch verschiedene Duftrichtungen hat. Da gibt es ja Mango und Kakao und was es da nicht alles gibt und Honig, glaube ich auch. Aber die Body Tonic fand ich eigentlich ganz okay von der Pflegewirkung her ausreichend. Dann habe ich hier noch zwei Winter Body Lotions aufgebraucht mit sehr, sehr viel Öl. Mussten jetzt einfach mal aufgebraucht werden. Habe ich jetzt mich auch rangehalten, damit ich sie leer bekomme diesen Monat. Und freue mich jetzt auch, dass ich jetzt endlich mal diese ganzen Sommersachen, die leichteren Produkte anfangen kann. Und zwar habe ich dazu einmal aufgebraucht die Cremeöl Body Lotion mit Mandelöl und Marulanussduft für trockene, beanspruchte Haut. Ist eben limitiert. Gibt es aber jedes Jahr wieder und die ist super beliebt, diese Body Lotion. Ich mag die auch super gern vom Duft her. Die ist von der Pflege her klasse, ist halt eben mit 40% Öl, also sehr, sehr ölig, sehr schmierig auf der Haut, sehr ölig eben auch auf der Haut, wie halt der Name schon sagt. Muss man mögen, aber ich mag das super gern und würde es mir auch immer wieder nachkaufen. Und dann einmal das hier, das ist das Softölbalsam von Balea. Hautverwöhnt für sehr trockene Haut mit 40% Ölanteil. Das ist eben auch so eine Hier Ölbodylotion. sind halt auch wie in der anderen auch 200 ml drin, nur dass das halt in der Flasche kommt, mit der Öffnung unten auch. Ich mag diesen Duft. Ich mag einfach diese öligen Düfte sehr, sehr gern von Balea. Und ja, würde ich mir auch wieder nachkaufen, definitiv. Liebe ich und ist ein definitives Favoritenprodukt. Falls ihr noch was Gutes sucht mit Öl, wenn ihr vielleicht auch im Sommer sehr trockene Haut habt, dann schaut euch die auf jeden Fall mal an. Und dann habe ich noch eine Bodybutter aufgebraucht und die war wirklich schrecklich. Die habe ich dann immer nur verwendet, wenn ich wusste, dass ich am gleichen Tag noch duschen gehe und ich nirgends mehr hin muss, weil die ging einfach gar nicht. Und zwar von Douglas, von der Marke I Love, die Strawberries and Cream Body Butter. 200 ml waren drin. Ja, ist relativ gut ausgekratzt. Die riecht so plastik und künstlich nach Erdbeere. Richtig ekelhaft. Ich dachte, dass sie viel, viel besser wäre. Habt ihr auf Kleidergeißel getauscht? Die waren noch komplett neu. Bah, die war richtig eklig. Würde ich mir niemals mehr nachkaufen. Und dann kommen wir jetzt mal zu Badezusätzen. Da habe ich auch relativ viel diesen Monat. Aber im Gegensatz zu den anderen Monaten wieder ein bisschen weniger, weil ich ja das Project Empty am Laufen habe. Kann ich euch auch einmal verlinken. Und da halt sehr viel Badezusätze drin sind. Und ich die euch immer erst zeige, quasi dann, wenn ich das Update abgedreht habe, also quasi dann erst immer im nächsten Monat, sind es halt jetzt relativ wenig Badezusätze. Aber dafür habe ich hier einen großen aufgebraucht. Und zwar ist das von Cien das Mandelpflegende Cremebad mit Mandelöl. Super lecker. Vom Duft her fand ich es echt angenehm. Es hat mich am Anfang so ein bisschen genervt, weil ich eben dachte, dass es nach Mandeln riecht. Und dann hat es aber leider nach Vanille gerochen. Und dieser Vanilleduft war halt schon relativ
süßlich, was ich eher nicht so mag. Aber es hat mir dann im Nachhinein ganz gut gefallen. Nachkaufen direkt würde ich es mir jetzt nicht, aber es war gut. Es war schön von der Pflege her, habe ich eben auch für Fußbäder verwendet, fand ich super. Dann habe ich hier von Balea noch so ein Salz aufgebraucht in diesem Döschen. Das ist das Balea Badesalz Perlenzauber. Das riecht ja nach Rose und Veilchen. Sind ja auch solche Rosenblütenblätter drin. Ich muss sagen, ich fand es ganz okay. Ich finde es auf jeden Fall besser wie den Lotustraumduft, aber fand es jetzt auch nicht überragend. Ich habe davon jetzt noch das Duschgel da, mal schauen, wie das mir gefällt. Dann habe ich von Balea einmal das Badesalz Sinnliche Auszeit aufgebraucht mit Kokos- und Lilienduft. Fand ich sehr, sehr schön. Riecht für mich jetzt nicht nach Kokos und Lilie, sondern eher sehr cremig und mild, so ein bisschen nach der Nivea Softcreme. Dann von Balea das Badesalz Erholsame Momente mit Granatapfel und Orangenduft. Fand ich auch super, würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Dann von Isana habe ich hier dieses neue ausgetestet, Badekristalle Liebesglück mit Calendula-Extrakt und Blütenduft. Fand ich eigentlich ganz angenehm, hat mir ganz gut gefallen. Waren solche kleinen Kornblumenblätter drin, würde ich jetzt sagen, wenn das Kornblume war, bin mir gar nicht sicher. Dann habe ich von Dresdner Essenz noch das Amazonas Pflegebad aufgebraucht. Das ist mit grüner Minze, Limette und Mangobutter. Also sehr, sehr lecker vom Duft her. Hat mir echt super gut gefallen. Gibt es ja leider so nicht mehr. Ging ja aus dem Sortiment bei sämtlichen Drogerien. Finde ich sehr schade. War echt ein super Duft. Dann von Tete Sepp Sinnensalze Zeit für dich. Mit Hibiskusblütenduft und weißem Tee. Fand ich auch super. Das Wasser sehr schön lila gefärbt. Und ja, fand ich klasse. Ich benutze ja die Badesalze auch immer als Fußbad, also nicht als Wannbad. Ich bade sehr, sehr selten nur. Dann kommen wir zu den Masken. Das ist auch diesen Monat nicht so viel geworden. Einmal habe ich jetzt endlich die letzte Anwendung von dem Enzympeeling leer gemacht von Balea. Mit Papaya-Enzym und Aloe Vera. Ist da eben so Maskenpeeling in einem. Also es ist so eine Creme, die trägst du dir auf. Und das soll halt dann eben mit diesen Enzymen wirken, wie ein Peeling auf deiner Haut. Ich fand's gut, aber wenn ich es nur eine Minute zu lang auf meinem Gesicht habe, ist meine Haut krebsrot. Deswegen würde ich es mir nicht mehr nachkaufen. Dann gibt es jetzt ganz, ganz neu von Rivale Loop die Maske Kokosmousse. Belebende Pflege mit Sheerbutter und Kokosnusswasser. Spendet intensive Feuchtigkeit. Finde ich super. Spendet sehr, sehr schön Feuchtigkeit. Riecht nur sehr leicht nach Kokos, also nicht übertrieben stark oder so. Man hat jetzt nicht die ganze Zeit diesen Kokosduft in der Nase, wenn man die drauf hat. Aber finde ich klasse. 20 ml sind drin, hat mir leider nur für zweimal gehalten. Ich glaube, die kostet 1,49, also knapp 1,50. Ich finde es noch okay für den Preis, also dann kostet eine Anwendung ungefähr 75 Cent. Das geht noch, wenn man das so mit teuren Marken vergleicht oder so, finde ich das noch ganz okay. Ich habe die mir auch wieder nachgekauft, finde ich wirklich klasse. Ist sehr musig von der Konsistenz her, sehr angenehm, war wirklich top. Dann habe ich getestet von Garnier die Skin Active Volcano Mask. Das soll ja die Poren minimieren. Ist mit Vulkangestein und Tonerde, ist für eben gegen sichtbare Poren. Die roch angenehm, definitiv besser wie die Anti-Pickel-Thermomaske, wie ich finde. Ist halt eben auch eine Maske, die so warm wird auf der Haut. Soll man auf die trockene Haut auftragen und dann halt 3 Minuten einwirken lassen und wieder abspülen. Finde ich super, hat gut gerochen, wurde schön warm. Ob es jetzt einen besseren Effekt hat wie normale Hautklar-Anti-Pickel-Thermomaske, wo ja 2 Anwendungen drin sind, kann ich jetzt nicht sagen, aber vom Duft her hat mir die auf jeden Fall besser gefallen. Dann habe ich hier von Schäbens noch die Erdbeer-Peeling-Maske aufgebraucht. 3-Phasen-Wirkung, reinigt sanft und poren tief. Kennt ihr von mir, ich liebe die. Die peelt einfach schön, also man trägt die in Peelen, also in kreisenden Bewegungen auf. Dann peelt es die Haut, man lässt die auf der Haut so 10 Minuten und dann spült man sie ab. Und die Haut ist super gepeelt, die Haupttypien sind weg, die Haut fettet nicht schneller nach, sie ist aber trotzdem super gepflegt. Ist wirklich eine meiner liebsten Masken. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Und jetzt kommen wir schon tatsächlich zu der Zahl, die ich aufgebraucht habe diesen Monat. Wie gesagt, es ist nicht viel diesen Monat geworden. Und zwar habe ich diesen Monat, also im Monat Mai, 67,5 Produkte leider nur aufgebraucht. Also ich müsste ja jeden Monat 91,5, also 91,5 Produkte aufbrauchen, damit ich es vom Ende des Jahres dann eben schaffe. Diesen Monat sind es aber leider nur 67,5 Produkte. Also fehlen mir diesen Monat leider 24 Produkte. Also ich habe jetzt insgesamt 450,5 von 1095 Produkten aufgebraucht. Bräuchte aber zu diesem Zeitpunkt 457,5 Produkte. Also ich habe 7 Produkte insgesamt zu wenig bis jetzt. Ich hoffe, das hole ich nächsten Monat wieder ein. Das waren die Zahlen. Ich hoffe natürlich, dass ihr... ja, das interessant findet irgendwie, so zu sehen, was man denn so aufbraucht an Zahlen und ob ich das denn dann auch schaffe.
Jetzt würde ich einfach sagen, starte ich mit den Produkten meiner Mutter und meiner Schwester. Es ist auch wieder ein Produkt meines Vaters dabei. Und dann kommen noch die Kerzen. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Produkt meines Vaters. Und zwar hat der mal wieder von Pharmaen das Beatster Energizing Duschgel mit Taurin aufgebraucht. Habe ich euch schon mal gezeigt. Findet er gut, mag er gern, riecht auch super lecker. Ich mag den Duft auch echt gerne. Dann hat meine Schwester einmal aufgebraucht von Elkos Face die Sensitive Gesichtsreinigungstücher 3 in 1. Findet sie nicht gut, die sind mit Calendula, 25 Stück sind drin. Sie hat gemeint, die sind so ein bisschen zu kratzig, also die sind so ein bisschen zu hart vom Stoff her. Weicher werden die besser. Dann hat sie einmal aufgebraucht von Isana Professional diesen Nagellackentferner acetonfrei. Das ist ja der mit diesem Pumpspender hier drauf. Das hat sie gesagt, vom Nagellackentferner her war es gut, aber der ist halt ständig ausgelaufen mit diesem Pumpspender. Deswegen würde sie sich auch den nicht mehr nachkaufen. Dann hat sie mal wieder gebadet und zwar zu einem in Kneipp. Das sind die Badekristalle Träume der Provence mit Lavendel. Ja, findet sie super gut, würde sie sich bestimmt auch irgendwann wieder nachkaufen, aber jetzt erstmal nicht mehr. Aber riecht wirklich toll nach Lavendel und ist wirklich super lecker vom Duft her. Dann hat sie zwei von diesen Kneipp-Pflegebädern. Einmal die Badeessenz Entspannung pur mit Melisse, findet sie auch super, mag sie auch sehr, sehr gerne. Sie hat halt gemeint, dass sie das direkt so nicht groß kaufen würde, aber wenn es in diesem Pflegeset ist, dann ja, verwendet sie es natürlich. Fand sie okay, aber jetzt nicht herausragend. Und dann einmal von Kneipp das Pflegeölbad Schönheitsgeheimnis mit Argan, Marula, Wunderbaum und Olive. Auch super, ich mag diesen Duft. Aber meine Schwester mag das eben nicht so. Sie findet die Pflegewirkung alles super, aber sie findet es halt einfach blöd, dass man danach die Wanne schrubben muss. Aber so vom Duft her wirklich klasse und ist wirklich top. Sie mag diese Kneipp-Fläschchen ganz gern. Die muss ich ihr auch aufbewahren, die wir sie wieder haben. Dann hat meine Schwester noch aufgebraucht eine Maske. Und zwar von Müller von Cadea Vera. Diese klärende Maske mit Teebaumöl. Findet sie super und mag sie sehr, sehr gern. Sie hat im Moment so ein bisschen mit Unreinheiten zu kämpfen und da ist die wirklich super. Gibt es im Müller. Ich mag die nicht, weil ich die nicht vertrage wie dem Teebaumöl, aber sie findet die wirklich super. Dann hat sie einmal relativ unspektakulär von Lidl, von Cien, die Wattestäbchen aufgebraucht mit diesem Design hier. Fand sie gut, waren ganz normale Wattestäbchen. Sie hat jetzt wieder welche von Lidl, also findet sie sehr, sehr gut. Dann hat sie eine Handcreme aufgebraucht, da bitte nicht auf die Verpackung achten. Die war auf ihrer Arbeit im Spind, deswegen ist die so ein bisschen schmutzig. Und zwar von der Verde die Handcreme Calendula. Die ist für jede Haut und die gibt es ja so, also in dieser Verpackung nicht mehr. Die haben jetzt eine neue Verpackung. Sie findet sie gut, die hat sich die auch wieder nachgekauft. Und ja, die riecht einfach super nach Calendula. Ich bin ja kein so Calendula-Fan, ich mag dann eher die Granatapfel-Variante von dieser Handcreme. Dann hat sie einmal eine Serie aufgebraucht, Shampoo und Spülung, und zwar von Garnier Fructis. Die Olper 3 Wunderbutter-Serie, eben hier einmal Shampoo und Spülung für sehr trockenes, sehr strapaziertes Haar. Die hat sie mal von mir bekommen, ich habe die zweimal verwendet gehabt und ich mochte die einfach nicht so gern, habe sie dann eben ihr gegeben. Sie mochte die gerne, würde sie sich auch wieder nachkaufen, der Duft war angenehm. Die hat die Haare sauber gemacht, die Spülung hat die Spitzen weich gemacht. War ein gutes, solides Produkt. Wie gesagt, wäre auch ein Nachkaufprodukt. Aber sie hat im Moment noch genug Haarpflege da. Und dann hat sie bei ihrem Freund aufgebraucht von Schauma die Fresh It Up Spülung. Ja, für einen schnellfetten Ansatz und trockene Spitzen findet sie gut. Da ist auch bei der Shampoo dazu leer. Das hat sie diesen Monat leider nicht mehr geschafft aufzubrauchen. Dann hat sie noch zwei dekorative Kosmetikprodukte aufgebraucht. Beziehungsweise einer ist eher mehr aussortiert, das andere ist aber aufgebraucht. Und zwar hat sie aufgebraucht von Astor das Perfect Stay oder die Perfect Stay Foundation 24 Stunden Perfect Skin Primer. In der Farbe 302 Deep Beige. Gibt es ja leider so nicht mehr. Ihr seht, die ist leer. Also man sieht ganz gut, dass die wirklich bis zum Ende leer sind. Das hat eben mit so einem Pumpspender hier oben. Und es ist halt eben eine Foundation, die sehr gut zu ihrem Hautton passt. Und mag sie wirklich gerne. Hat sie jetzt auch wieder. Die hat sie sich nämlich gekauft, bevor die überhaupt irgendwie Prozente oder so hatten auf Astor. Sie findet die sehr gut. Und mal schauen, was sie macht, wenn die jetzt leer ist, die sie hier hat. Weil die gibt es ja leider so nicht mehr. Und dann hat sie aussortiert einen ganz, ganz alten Kajal. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt überhaupt richtig lesen kann. Der ist von Rimmel London. Das ist ein Kajal in 06 Jet, wenn das die Farbe ist. Ist halt eben ein Schwarzton gewesen. Hat sie jetzt schon ewig nicht mehr benutzt, deswegen kommt er einfach weg. Sie kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie der war. Dann hat meine Mutter einmal Duftteelichter aufgebraucht, und zwar von Rubinlicht von Rossmann.
die in der Duftrichtung Sandel-Wüstenrose. Fand sie gut. Sie mag die Teelichter sehr, sehr gern von Rossmann. Die sind halt sehr günstig. Die riechen gut. Die brennen gut ab. Kann sie weiterempfehlen. Dann habe ich natürlich auch wieder Teelichter aufgebraucht. Und zwar auch von Rubinlicht wieder 18 Duftlichte Fruchtcocktail. Ich kaufe mir meistens einfach im Rossmann die Teelichter, weil ich da halt einfach öfters hinkomme und dann halt auch dran denke. Ja, Fruchtcocktail fand ich sehr angenehm. Hat von den Farben ganz gut in mein Zimmer gepasst. Mein Zimmer ist ja hauptsächlich in Orange und Grün gehalten. Da haben die ganz gut reingepasst und ja, fand ich super. Dann habe ich 2 Duftkerzen aufgebraucht, diesen Monat nur 2, es war sehr warm. Aber ich hatte am Anfang vom Monat diese Profissimo Pfirsichduftglaskerze an von DM. Ja, ist sehr gut abgebrannt. Mag ich sehr, sehr gerne. Roch halt minimal nur im Raum, fand ich aber trotzdem klasse. Würde ich mir bestimmt auch wieder nachkaufen und ja, fand ich gut. Und dann habe ich bei Metro entdeckt, vielleicht habt ihr Metro in der Nähe, dann schaut da auf jeden Fall mal nach. Und zwar diese Kerze. Und zwar von Home Inspiration by Yankee Candle. Die Lebkuchenkerze. Und ihr wisst ja, Yankee Candle ist total duftintensiv und stark und teuer. Diese Kerze habe ich im Metro für 2,50 Euro ergattern können. Habe dann natürlich gleich zu Hause geschaut, wie viel kostet die denn auf Amazon und Co. 6,50 Euro kostet die auf Amazon. Also echt der Hammer. Total teuer. Ich habe quasi 4 Euro gespart. Und ich habe mir 2 gekauft. Also einmal in den Lebkuchen und einmal in Apfelzimt. Riecht wirklich super intensiv nach Lebkuchen. Vielleicht komme ich nochmal in den Metro. Vielleicht gibt es die ja dann noch. Vielleicht kaufe ich mir dann nochmal 1, 2. Weil die Lebkuchen war echt klasse. Apfelzimt ist jetzt, wie ich finde, nichts Besonderes. Da kann man auch die von Glade kaufen. Aber die Lebkuchenkerze war echt super und fand ich wirklich toll. Und das war's. Das waren meine ganzen Produkte, die ich aufgebraucht habe. Wie gesagt, nicht viel diesen Monat. Ich hoffe einfach, nächsten Monat wird es mehr. Ich hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr natürlich Lust dazu habt. Jetzt werde ich euch einmal verlinken das Haushaltsaufgebraucht-Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Dann würde ich einfach sagen, sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!